Besuchende unseres Friedensgebetes. Im Namen des Kirchenkreises Herne, im Namen der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde in Wanne-Eickel und im Namen der islamischen Gemeinde Röllinghausen begrüße ich Sie hier vor der Christuskirche in Wanne-Eickel zu unserem gemeinsamen Friedensgebet. Es ist unfassbar, inmitten Europas herrscht Krieg. Und in dieser Zeit, in der Menschen in der Ukraine unter den unvorstellbaren und sprachlos machenden Folgen eines durch nichts zu rechtfertigenden Angriffskrieges leiden, in dieser Zeit wird heute wohl aus der Querdenker-Szene zu einer Großdemonstration in Wanne-Eickel aufgerufen. Unfassbar! Eine Demonstration, die kein Zeichen setzen will gegen den Krieg, die kein Zeichen setzt gegen den Hass, Verfolgung und Hetze. Eine Demonstration, die nicht den Konsens sucht, sondern den Dissens zum Ziel zu haben scheint. Und so lasst uns das gemeinsame interreligiöse Friedensgebet beginnen mit dem ersten Lied. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Besser? Hallo zusammen. Mein Name ist Mohammed, ich bin seit 2016 aus Syrien hierher geflüchtet und seitdem bin ich ein ehrenamtliches Mitglied in der islamischen Gemeinde. Heute stellen wir euch unsere Stellungnahme zum Krieg vor. Das Ende einer wesentlichen Illusion. In den vergangenen 10 Jahren kamen mehr als 600.000 Menschen ums Leben, darunter schätzungsweise 55.000 Kinder. Bis zu 12 Millionen Menschen verloren ihre Heimat. Wurden zu Flüchtlingen im eigenen Land oder mussten nach Schutz suchen in den Nachbarstaaten. Und nein, das sind nicht die Zahlen, die der Angriff auf die Ukraine beziffern. Bei allen 5 Kriegen, von Tschetschenien, Bosnien über Georgien und Syrien bis zu Krim, war Russland entweder der Hauptakteur oder mächtiger Verbündeter des Aggressors. Sehr lange guckte man weg, viel zu lange wurde Putin nur zugeschaut, viel zu lange ließ man ihn agieren, viel zu lange hoffte man, dass sich Putin kaufen lässt. In unserem Land wurden und werden weiter noch Politiker mit Ehrentiteln wie Putins Freund ausgezeichnet. Der Kreml fördert rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien im Europaparlament, um die Einheit der Europäischen Union zu zerstören. Fürbitten wenden wir uns an unseren Gott und ich werde die Fürbitten in Ihrem Namen auch vortragen und Sie tragen sie zum Schluss bitte immer
mit dem Ruf, wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten zu Gott für die Verantwortlichen in den Vereinten Nationen und lass sie mit Maß und Weitsicht handeln und nicht aus Vergeltungsstreben oder falschem Machtwillen. Wir rufen zu dir, o Gott. Wir beten zu Gott für die unschuldigen Opfer, für die, die zwischen die Fronten geraten, für die Flüchtenden, die Hungernden, die Kinder, Frauen und alten Menschen, die ohnmächtig dem Krieg ausgesetzt sind. Wir rufen zu dir, o Gott. Bitten wir um den Segen für uns alle. Geht in unsere Stadt und in diese Welt. Geht mit dem Segen des Schöpfers dieser Welt, der Versöhnung schafft zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde. Geht mit dem Segen unseres Herrn, der uns Menschen Bruder wurde und Erlöser aus Unfrieden und Ungerechtigkeit. Geht mit dem Segen des Heiligen Geistes, der uns auf den Weg Jesu Christi weist, damit wir ihm nachfolgen, damit wir selbst zu Friedenstiftern werden. So segne euch der in der Liebe allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Zum Abschluss dieses Friedensgebetes möchte ich noch unseren Dank sagen. Dank an alle, die den Prozess des Friedens unterstützen und sich mit Gebet, mit Hilfe, mit Tat einsetzen. Zum anderen lade ich nun ein, sich nun gemeinsam auf den Weg zum Demokratiefest auf dem Buschmannshof zu machen. Zusammen mit dem Bündnis Herne wollen wir Gesicht zeigen. Gesicht zeigen gegen Verschwörungsgläubige, gegen Antisemiten, gegen Rechtsextreme und gegen alle, die die Demokratie anfeinden und den Frieden gefährden. Und das alles wollen wir friedlich mit interessanten Redebeiträgen und Musik und als Zeichen gelingenden Miteinanders tun. Gott befohlen. Das war Mondkanal aktuell vom 6.3.2022.